Es ist relativ einfach Geschichte. Wenn wir von Leuten mit Respekt behandelt werden, tun wir die Leute auch mit Respekt behandeln. Dann aber die Leute mit Scheissdreck auf uns rühren, dann kommt Scheissdreck zurück. Ich bin jetzt 38. Jahr bei den Hells Angels. Also ein halbes Leben kann man eigentlich sagen. Im Club bin ich seit 38 Jahren, aber ich bin um den Club um schon länger gewesen. Ich habe einfach in der gleichen Beizen verkehrt bei den Hells Angels. Und durch das hat man natürlich ein bisschen näheren Kontakt bekommen. Ich hatte dort eine Freundin und der Präsident der Hells Angels, Dwight, ist mit der Schwester gegangen. Durch das habe ich sie kennengelernt. Ich wollte aussteigen von den ganzen politischen und staatlichen Institutionen. Habe ich wollte nach der Stiftung, ich wollte mein eigenes Leben leben. Und für mich ist das Hells Angels das Größte. Und ist eigentlich für mich auch der ideale Ausstieg aus dieser Gesellschaft. Oder? Das hat mich fasziniert. Ich habe immer gerne getroffen und mir hat das gefallen, wie sie gelebt haben. Ich bin in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Ich hatte auch eine recht strenge Jugend. Und dann war für mich klar, ich wollte ein Hells Angel werden, weil das ist für mich Freiheit war, sogar ein bisschen mehr Freiheit. Ja gut, das sind Freiheiten, die vielleicht schon fast ein bisschen halt, auch in Grauzone nie geht, wo ich jetzt nicht unbedingt möchte, schaurig näher ausführen. Als ich in der Stadt war, waren wir immer zusammen, haben Ausfahrten gemacht, ein Camp gemacht, Partys gemacht. Mit dem Rolli bin ich auch gerne in den Ausgang gegangen, weil da ist irgendwie immer etwas kleben geblieben. Oder? Mit dem Rolli können irgendwo in eine Disco gehen, der Rolli ist irgendwo an einer Säule gestanden und dann ist es 10 Minuten gegangen und da sind irgendwie 5 bis 10 Kätzchen rumgeschlichen. Und die Frauen haben früher geleuchtet wie ein Christbaum. Wenn sie den Rolli gesehen haben, dann sind sie Gott verliebt. Nein, absolut nicht. Also ein Rocker bin ich nicht mehr. Ich glaube, mit 63 kann man in dem Sinn, was Rocker bedeutet, was Rocker heisst, eigentlich gar nicht mehr Rocker sein. Bei meinem Herz und meinem Kopf bin ich wie 30 geblieben. Ich habe immer noch allem Freude, an verrückten Töpfen, an verrückten Leben. So leben wir bis in die Holzkiste rein. Bei uns wird nicht ausgestiegen. Zwischen früher und heute Unterschiede. Natürlich, das waren Rocker und Revoluzer. Wir sind natürlich von vielen Leuten sind wir auch angegriffen worden, verbal angegriffen worden. Ja, das ist heute nicht mehr so. Wir können heute auch in jedes Hotel rein, wir können in jedes Restaurant gehen. Es wird nicht mehr gross herumgeschaut wie früher. Und ja, ist eigentlich schon fast salonfähig, sagt man. Oder? Früher hast du eine Motorrakette noch dabei gehabt. Es war ganz anders gewesen. Ich sage jetzt nicht, dass mit Waffen oder so. Man hat ein harten Aussehen, man war unrasiert, hat seine Embleme gehabt, noch ein bisschen Händchen an und einen Töffel aufgetönt hat. Und das fällt natürlich schon auf. Ja, wir sind natürlich immer rumgefahren, wie wir haben wollen, Salut immer haben wollen. Und wenn wir kontrolliert worden sind, dann sind wir einfach abgehauen. Heute ist das anders, heute sind Gesetze auch anders, heute kann man das alles nicht mehr machen. Heute ist man also viel an einer kürzeren Leine wie früher. Früher war es mehr die halbstarke Zeit, oder? Albis Gütli, Kilbe, Zeug und Sachen. Das hat sich natürlich alles mit der Zeit verändert. Wir gehören eigentlich zu dieser Stadt. Also ich kann mir die Stadt Zürich vorstellen ohne Hells Angels. Auf eine Art habe ich das auch genossen, dass wir mit 60 Stundenkilometern ins Niederdorf einbrettern, einen richtigen Lärm machen. Und die Leute aufscheuchen dort. Ja, heute interessieren uns eigentlich weder die Spiessen noch die Bürger gross. Es ist mehr mit denen nicht viel zu tun, die akzeptieren uns so weit. Oder auch wenn sie uns nicht akzeptieren, es ist uns eigentlich wurscht. Oder? Wir haben eigentlich mehr gegen anzukämpfen, gegen Behörden, weil sie das Gefühl haben, wir sind hier irgendwie eine kriminelle Organisation. Wir sind
Hündegall. Immer legal, schöne Reisebahnschiene entlang. Ich denke mir, heute ein Hellswechsel muss bereit sein, oder? Um auch ein bisschen Risiko zu tragen. Wie das Risiko aussieht, muss man jetzt nicht erläutern. Für das tut man ja auch Hilfshengstel werden, um ein bisschen Druck aushalten, oder? Also, wir sind ja keine, sagen wir jetzt mal, Poulet, oder? Nicht jeder kommt. Man muss auch zu uns passen, in unsere Familie hineinpassen. Wir sind kein Hotel, da wird nicht angeklopft. Das ergibt sich. Hilfshengstel kann man nicht werden. Ich bin der Meinung, als Hilfshengstel wird man geboren. Die Grundphilosophie muss natürlich sicher mal da sein vom Biken. Die Loyalität ist ein sehr wichtiger Punkt. Lügen und so Sachen, das hat einfach bei uns keinen Platz. Ein gewisser Respekt möchtest du mal mitbringen. Und der Rest ergibt sich ehrlich. Und dann gibt es auch eine längere Phase, wo der Mensch um uns umlebt, wo der Mensch uns kennenlernt. Die alten Traditions ist eigentlich für die jungen Männer wie ein Fressen. Über den Club rede ich nicht gern. Was wir haben intern. Traditions ist zum Beispiel auch Gedenken an unsere verstorbenen Leute. Wir machen das, indem dass wir einen sogenannten Memorial Run machen. Das heisst, wir gehen miteinander ausfahren. Wir hocken zusammen. Wir zünden die Kerzen an für unsere verstorbenen Leute. Der Dino ist natürlich eine Kultfigur in dem Sinn. Als ich in den Club kam, war nicht gross neben dem Dino hier geredet worden. Es war eine andere Zeit wieder. Der Dino war natürlich eine Führungsperson, die eine Szene führen und gross machen konnte. Und das hat er auch gemacht. Oder? Es gibt da noch lustige Anekdoten. Da ist einmal irgendein Member von uns vor dem Richter gestanden. Und dann hat der Richterin gefragt, was haben sie eigentlich gedacht, als sie das gemacht hat. Und dann hat er zum Richter gesagt, wir müssen nicht denken, der Dino denkt für uns. Sicher, die Hells Angels, alle für sich, ihre Familie für sich. Aber unsere Familien sind natürlich integriert in diese Familie. Früher war das eher ein Problem, muss ich ehrlich sagen. Weil seine Zeit, die man hat, wo man eigentlich im Club praktisch zur Verfügung stellt. Ich sehe eigentlich mehr, dass die Leute, die heute neu in den Club kommen, eher in den Club kommen, Familie, Zusammengehörigkeit, Zusammenhalt, miteinander etwas machen, sind eigentlich bei uns keine Revoluzzer mehr von Militär. Als ich in den Club kam, waren die Jüngsten 3, 24 und die Ältesten waren zwischen 30 und 34. Und heute gibt es also tatsächlich schon nicht nur hier in der Schweiz, sondern weltweit hört man immer wieder, dass Vater und Sohn im Club ist. Ich empfehle jedem, der anfängt, ja, das langsam anzugehen mit Familien und Kind und drum und dran. Nachher, wenn du mal im Club bist, eben von uns haben, ich würde jetzt mal sagen, 60-70% haben Familie zu Hause. Für mich persönlich, das ist meine Meinung, ist es früher noch ein bisschen schwerer gewesen, wieder heute. Aber es ist auch heute noch nicht einfach, zu den Hells Angels zu kommen. Es hat viele Leute, die gerne würden kommen, aber damit er zu uns kommen kann, braucht er Herz, Verstand und Eier. Also hört gut zu, wenn ihr kein Theater wollt und ein bisschen Eier habt, dann abonniert doch den Kanal.